Hallo, ja, ich bin's immer noch, der Junkfood-Guru. Auch ich muss mal zum Friseur. Ich war beim Friseur. Die Haare sind ab für den Sommer. Es ist einfach ein bisschen pflegeleichter. Man schwitzt nicht so viel und die wachsen auch ganz schnell wieder nach, versprochen. Dem die Frisur nicht gefällt, bitte nichts sagen. Das ist immer so deprimierend. Aber Haare wachsen ja wieder, das wissen wir ja. Wem es gefällt, wer sagt, das sieht besser aus, Junkfood-Guru, dann gerne Kommentar. Ansonsten schweigen ist auch ein nettes, auch eine nette Option. Aber es geht nicht um meine Haare heute, es geht um diesen leckeren Snack. Es geht um Ovomaltine-Kekse, die mich hier schon seit ein paar Tagen anlächeln. Ja, ich hatte auch noch lange Haare, als sie auf den Tisch lagen. Jetzt sind die Haare ab, jetzt wird es Zeit, diese Kekse mal zu probieren. Aus der Schweiz, Ovomaltine kenne ich als Brotaufstrich und kann das extrem empfehlen. Wenn ihr mal so eine Alternative zu Erdnussbutter oder Nutella-Creme sucht, dann gönnt euch mal Ovomaltine-Aufstrich. Das ist super lecker, das Zeug, ja. Also es hat so einen ganz eigenen Geschmack. Ovomaltine Crunch heißt das. Ovomaltine, da kennt man ja immer sehr gut aus der Schweiz. Die haben ja auch so eine orangene Signalfarbe, finde ich. So leicht ins Gelblich übergehen, das finde ich sehr, sehr schick. So. Ich öffne jetzt mal die Kekse hier und ja. Guck mal, wie die Verpackung ist natürlich wieder nicht für gierige Süßigkeiten-Tester, die da ganz schnell ran wollen und auch möglichst zeigen wollen, wie sie es aufreißen. Ganz geschickt und elegant. Aber man kennt es. Wenn ich jetzt das Ding hier falsch aufreiße, dann werden sie die ganzen Kekse. Das ist alles Schokolade, ich schwöre. Da sind die ganzen Kekse nackt und dann liegen die da rum und dann werden die feucht und ja, sie hätten einfach nicht Kühlung vertragen können. Jetzt ist die Verpackung auf, könnt ihr das sehen? Ja, das habe ich doch schon fast fachmännisch gelöst, oder? Ja, habe ich fast fachmännisch gelöst. Ich bin stolz, darauf kann ich stolz sein. So, jetzt gönne ich mir diesen leckeren Ovomaltine-Cookie. Die Hälfte der Schokolade klebt am Finger, das macht nichts, es ist nur Schokolade bzw. Ovomaltine. Ein wunderschöner Keks, der uns sogar anlächelt. Schaut mal, ich mag lächelnde Süßigkeiten. Deswegen mag ich auch Lachgummi. So. Ich habe diese Kekse in meinem ganzen Leben noch nie gegessen. Ich kenne nur Ovomaltine. Ich liebe Ovomaltine. Und ich liebe diese Kekse. Und mal ganz ehrlich. Also weil diese Kakaokekse, Entschuldigung für die dreckigen Finger, diese Kakaokekse unterstreichen perfekt den Ovomaltine-Geschmack. Ohne Witz. Oh mein Gott. Die schmecken. Wie schmecken die denn? Unfassbar, unbeschreiblich geil. Ich liebe sie wirklich, weil der Keks, der ist nicht so hart. Der hat einen ganz tollen Crunch. Man glaubt, einen ganz, ganz tollen Crunch. Die Ovomaltine-Creme kommt da sehr gut durch. Der Keks unterstreicht den Geschmack der Ovomaltine. Es ist nicht so süß. Es ist perfekt. Es ist tatsächlich ein perfektes Kekserlebnis mit Ovomaltine. Ohne Witz. Für mich jetzt wirklich die Keksentdeckung des Jahres. Ja, Pickup ist geil, kenne ich aber schon. Ich mag auch Oreo-Kekse, aber Ovomaltine-Kekse sind absolut abgefahren geil. So geil, dass ich jetzt echt behaupte und sage, die muss man mal einmal im Leben probiert haben, wirklich. Sonst verpasst man was. Ich mache das jetzt mal auch. Gucken, ob man das mal kann. Mögt ihr das auch immer? Seht ihr das? Ich mache das immer so ein bisschen. Oh, doof, Daniel. Auseinander, da sieht man auch schön. Ui. Gott, ich fühle mich gerade wie damals im Kindergarten und gesagt haben, spiel nicht mit dem Essen rum, ja? Aber ich spiele gerne mit Essen. Wenn ich es danach auch esse, ist es ja auch okay. Und die Creme ist geil. Die Creme ist geil. Der Keks, boah, ich sehe so schmierig aus jetzt, sorry. Der Keks, allein genommen, schmeckt schon mal richtig geil. Manchmal ist der Keks ja auch nur so ein bisschen so ein Trostpflaster. Und man denkt sich so, Gott, ich will eigentlich nur das Innere essen. Aber hier schmecken Keks und Creme geilermaßen. Ovomaltine Creme und Keks.
Abgefahren, mega lecker. Gönnt euch das, ehrlich, meine Top-Empfehlung. Lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch ganz schön. Ja, wirklich ein Abo. Und macht doch mal Werbung für den Kanal, teilt es weiter. Wenn ich ja irgendwo mal 1000 Abonnenten haben sollte, dann habe ich nämlich vor, dann wird auch mal ein bisschen was verlost hier. Ne? Ihr habt auch mal was verdient, finde ich auch. Ich teile ja auch ganz gerne. Verlose ich ein paar Süßigkeiten, was ihr euch gewünscht habt oder so. Ja, das würde ich machen. Und bis dahin sage ich mal, ich genieße meine Romantine-Kekse und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend, morgen oder sonst was. Alles Liebe, bis bald, tschüss.